Hallo, da sind wir wieder mit Gold, denn es gibt was Neues aus der Bundeskunsthalle, eine neue Ausstellung, die wir gerade für Sie eröffnet haben. Max Klinger, der Mann, der um 1900 die Kunstszene aufgemischt hat mit seiner radikalen Darstellung des nackten Körpers, damit aber auch den Weg gebahnt hat für ein modernes Menschenbild. Klingers Anspruch war es übrigens auch, Kunstformen wie Malerei, Plastik, Grafik, Architektur und am besten auch noch Musik in ein harmonisches Gesamtkunstwerk zu verschmelzen. Wie das am Ende aussieht, sehen Sie aktuell in 200 seiner Werke hier in der Bundeskunsthalle. Und da thront er, Klingers Beethoven, 3,5 Tonnen schwer und doch so verletzlich und eben auch nackt. Klinger kam die Idee dazu beim Klavierspielen und dann ist er durch ganz Europa gereist, um die Materialien zu besorgen, hat weißen Marmor mit dem Schiff aus Griechenland geholt, buntes Gestein aus Tirol, Elfenbein aus Paris und so weiter und so weiter. 17 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Die ganze spannende Entstehungsgeschichte können Sie in einem Animationsfilm hier in der Ausstellung sehen. Und das hier ist Klingers Meisterwerk auf Leinwand, die Kreuzigung Christi von 1890. Das Bild ist ja ohnehin schon völlig überdimensioniert, aber hier in der Ausstellung wird es sogar dreidimensional. Durch Augmented Reality werden 3D-Effekte und bestimmte holographische Elemente für Sie sichtbar, sodass Sie ganz genau hingucken können. Und dann schauen Sie sich mal das Gesicht des Apostels Johannes an. Das trägt nämlich die Gesichtszüge Beethovens. Jetzt sind wir bei Julius von Bismarck. Feuer mit Feuer. Auf uns Menschen hat Feuer ja oft eine fast hypnotisierende Wirkung. Und wir vergessen manchmal, dass Feuer eine zerstörerische Naturgewalt ist, was aktuell auf diesem Planeten ganze Landstriche verwüstet. Julius von Bismarck ging es bei der künstlerischen Erforschung von Waldbränden genau um diese veränderte Bedeutung von Feuer. Und Sie können sich das Ganze anschauen, noch bis zum 24. Januar hier in der Bundeskunsthalle. Und wir melden uns wieder, sobald es was Neues gibt.